Hallo, ihr Freunde des Black Mesa. Jetzt sind wir in Folge Nummer 10 und ich habe das wundervolle Kistenhüpfen vor mir, vor dem es mir einfach nur graut. Ich schwöre, also ich könnte wetten, dass ich hier ein paar Mal tot gehe. Es tut mir sehr leid, aber das ist hier eigentlich nichts für mich. Oh Gott. Allein die Vorstellung, hier jetzt rüberspringen zu müssen, graut mir. Sophia, ich versuche das einfach mal. Oh, das ging ganz gut. Oh, er rutscht ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, bis hier hat es ja. Oh Gott, er rutscht schon wieder ab. Ja, bis hier hat es ja auch ganz gut funktioniert. Aua! Dieses knackende Geräusch von dem brechenden Knochen. Nein! Naja, gut. Nein! Was tust du denn? Du sollst doch. Aua! Das ist aber auch echt ein ekliges Geräusch. Okay, nochmal. Du sollst doch vorwärts springen, mein Häschen. What the hell are you doing? Whoop. Ja, schon besser. Bringt es mir jetzt was, da runter zu springen? Ja, muss ich ja, oder? Nee, wie komme ich denn da hoch? Halt! 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 Ach so, vielleicht geht es auch da lang. Nee, da komme ich nicht lang, oder? Aber hier runter? Aber runter bringt mir doch noch nichts, da muss ich doch dann hochspringen. Kann der das? Muss ich runter, hoch, wo muss ich hin? Einfach machen, einfach machen. Okay, die schwingen ja offensichtlich irgendwie, wa? Oh, hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir wird ganz schlecht von diesem ganzen Gefühl. Verdammt! Okay, neue Lektion, zwischenspeichern. Scheiße. Ah, Scheiße, jetzt war ich aber schon weit. Ach, Mann, ey. Ah, ich stehe vom Pömpel. So, bis hierhin und nicht weiter, wa? Okay. SKP, entschuldigt, jetzt muss ich ein bisschen zwischenspeichern. Ich hab Schiss. Ob der jetzt dann hier automatisch einsteigt? So, warten, bis es nach vorne geschwungen wird. So, dann werden wir es ja gleich sehen. Es tut mir leid, ihr müsst jetzt hier ein bisschen eine Odyssee mitmachen. Ja, sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Wie weit habe ich noch? Nie noch. Ach, verdammt. Aber eben hat es doch geklappt. Warum hat er denn eben. I'm so sorry. For that. Aber ich glaube, ich bin ja nicht die Erste, die da so sich dumm tut. Oh. Ich weiche immer auch zurück vom Laptop. Da können wir ganz getrost nochmal 10 Minuten draufgeben. Für die Aufnahme hier. Okay, also so für alle, ich habe das mal gerade zurechtgeschnitten. Diese 10-minütige Session von wegen ich springe, stürze ab und sterbe, wollte ich euch nicht zeigen. Dafür speichern wir jetzt an dieser Stelle mal ganz fix. Und dann schauen wir doch mal, ob wir. Das war ja ein Sprung da. Ob wir hier weiterkommen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Aber ich muss. Ah, darüber. Da ist doch so ein Kolben da im Weg. Springt er an dem vorbei? Och nö, das sieht jetzt schon nicht gut aus. Okay, warte, hier hinstellen. Schön weit zurück. Warten, bis es nach vorne schwingt. Oh, es war knapp. Bleib drauf stehen. Bleib drauf stehen.
Also, sorry, ne? Wie vorhin schon gesagt, ich, ja, überschreib's mal. Ich speichere jetzt mal zwischen und zwischen und zwischen und zwischen und zwischen. Das ist mir nämlich hier überhaupt nichts mit diesem Gehüpfer. Aha. So, ein bisschen mit der Länge. Ah, oh, goodness, hab ich einen Bock, ey. Das hat funktioniert. So, und auch hier. Ich weiß, kurz ist es nervig, aber. Und das ist ja auch der letzte Sprung, aber. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt gebe ich euch noch 10 Minuten mehr, weil ich ja 10 Minuten auch rauslösche. Jetzt hängt er wieder an der Tür fest. Spring halt durch. Okay, hier ist nichts. Außer schon wieder diesem Labyrinth. Ja, und hier irgendein Warnplakat vor externen Bleeding, vor externen, oh Gott, wer ist denn das? Verbrennungen oder Blasen bekommen so. Auch schön. Muss ich, wenn hier eine Kiste steht? Hopp. Geht das hier? Muss ich irgendwas machen? Nee. Hätte ja sein können, wa? Wir hatten das ja schon mal. So, auf sie mit Gebrüll. Nee, sieht nicht so aus, als wäre hier was. Was haben wir diesmal jetzt hier? Lifting made safe and easy. Ja, und rückenschonend. Ach, ich will mich immer nicht so nah vor die Tür stellen. Aber es ist hier wirklich ruhig. Keine Monster-Zeugs von dem Dino da mal abgesehen. Wahrscheinlich erschrecke ich mich zu Tode, wenn ich das nächste Mal ein Alien sehe. Ah! Alter! Kommt das aus dem Nichts daher? Ich glaube, es hackt. Ich will Munition haben. Warum gibt es denn hier keine Munition? Alter! Ich sag ja, wahrscheinlich erschrecke ich mich zu Tode. Und im nächsten Augenblick war es da, das Monstertier. Bitte nicht schon wieder Kisten hüpfen. Ah? 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 Liegt hier irgendwo eine Waffe? Warum nicht? Ich brauche Munition. Okay. Also irgendwas quietscht hier auf jeden Fall schon mal. Ih, das war aber knapp, wa? Ja, super geile Nummer. Ich habe nur noch einen Schuss. Ah, oh, shit, ey. Ach so, brauche ich gerade nicht. Haha. Kann ich es mitnehmen? Ach, scheiße, ey. Was, Medical systems engaged. Okay. Morphine administered. Ja, da lag doch hier irgendwo was. Wo habe ich es hingeworfen? Das sind nur Dosen, die habe ich nicht gebrochen. Ich hab's doch hier irgendwo hingeworfen. Ja. Da war jetzt nicht zufällig Munition drin, war? Das hätte ich jetzt gerade gedacht, deswegen habe ich das gemacht. Aber ohne Scheiß,
Das Brecheisen hilft mir überhaupt nichts bei diesen komischen Drecksviechern. Nichts! Bitte gib mir Munition. Wo ist Munition? Es sieht hier so aus, als würde hier irgendwo Munition liegen. Na gut, hier nun vielleicht nicht. Hier sieht es auch nicht nach Munition aus. Hier ist eine Tür, durch die ich wahrscheinlich nicht durchkomme. Dann muss ich also da hinten hin. Und so bekloppt, wie es aussieht, aber ich will lieber ja, die eine Waffe mit dem einen Schuss. Ja, keine Ahnung. Zurück irgendwo hin. Oh Gott, wo komme ich denn jetzt wieder hin? Boah, ich brauche unbedingt Munition. Oh, so ein Scheiß, ey. Wo kriege ich denn jetzt Munition her? Wenn mir noch mehr von diesen Sprengviechern entgegenkommen, habe ich keine Chance mehr gegen die. Ist euch das bewusst? Mir ja. Ich habe keine Munition mehr. Ein Schuss. Ein Schuss. Der reicht mir nicht wirklich. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall werde ich gleich erstmal speichern, wenn ich die Chance dazu bekomme. Ist ja ein bisschen auf Pussy gespielt jetzt hier mit den vielen Speichern, aber es ist mir sicherer. Jetzt mache ich, will weiterkommen. Aufzüge sind im Brandfall nicht zu benutzen. Habt ihr es gesehen? Gut. Ich auch. Hello? Who's there? Me. Ilks. Boah, Ilks. Musst du das so machen? Ja, ich muss da rein. Ich sehe nichts. Ach, da gibt es auch gar nichts zu sehen, ne? Dann so gut. Ja, lieber erst zu dem Wissenschaftler, oder? Lieber erst zu den Wissenschaftlern. Known it was you, I would have let you in. Jetzt mal Macht, du Kloppi. If we stay put, someone is bound to come and rescue us. Nee, das müssen wir schon alleine machen. Du bist schon so ein Klotzkopf, ey.
Ja, gut, dass ich hier lang gekommen bin, hä? Ich brauche Munition! Sorry, dass ich dir das Licht ausgemacht habe. The military cleanup is just a paranoid rumor, isn't it? Das stimmt, wenn du das sagst. Bleib da und lass dich nicht fressen. Bitte. Ja gut, und wie ich mich jetzt hier weiterschlage, erstmal speichern, wollte ich ja sowieso, das zeige ich euch beim nächsten Mal, wenn es heißt Black Mesa. Wenn es heißt Black Mesa, ist ja Quatsch, aber wenn wir wieder Black Mesa spielen. Bis dahin, auf Wiedersehen.